Also Richter, was ist eigentlich in einer Minute von Ihnen zu erklären die Ladenvollmacht? Okay, Zeit läuft jetzt, auf geht's. Die Ladenvollmacht ist eigentlich so eine Art Einscheinsvollmacht. Da sitzt eine Kassiererin, ein Kassierer und dadurch begründet sie letztlich sozusagen die Vermutung, dass sie hier nämlich als Angestellte in einem Laden, also in einer Verkaufsstätte, einfach alles, was im Zusammenhang mit dem Laden und Geschäftsabschluss läuft, dass sie das machen darf. Sie darf natürlich nur Sachen machen, die an einer derartigen Verkaufsstelle gewöhnlich geschehen. Also Verkäufe ist untechnisch zu verstehen und umfasst also Schuldrechte, Verpflichtungsgeschäft, also Abschluss des Kaufvertrages, Vermittlung eines Verkaufs, Entgegennahme von Mängelrüben, Abschluss von Werk- und Werklieferungsverträgen, auch wenn es kein Kauf ist, Empfangnahme von Zahlung und ansonsten Beschränkungen, die sonst gelten, gelten nur Dritten gegenüber, wenn er das gewusst hätte. Hätte wissen können. Diese Sache erlischt übrigens, wenn die Voraussetzungen sozusagen die 56 vorliegen, das heißt Ende der Vollmacht bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, also Sie sind doch gar nicht Kassiererin mehr oder auch beim verstorbenen Vertreter. Genau, habe ich es geschafft, eine Minute, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht gucken Sie sich ja doch noch ein paar Videos an von den selbstständigen Vertretern, da gibt es nämlich auch noch einige im HGB. Also, ich freue mich aufs nächste Video mit Ihnen.